Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Infovideos zum Update der Holzer Map. Ja, wie ich es schon im ersten Video angekündigt hatte, möchte ich gerne die Neuigkeiten oder die Veränderungen hier an der Map in mehreren Teilen vorstellen, in mehreren Videos aufgeteilt. Nachdem ich euch im ersten Teil ja recht ausführlich über das neue Feature der Hofauswahl berichtet habe und euch das vorgestellt habe, möchte ich euch gerne heute ein weiteres neues Feature vorstellen, was mit dem 1.4er Update neu in der Map dazugekommen ist. Genau, und dann würde ich sagen, viel Spaß dabei und wir legen jetzt einfach mal los. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Neuerung im Update der Holzer Map. Und zwar ist die Holzer Map jetzt ab Version 1.4 vollständig vorbereitet für Mais Plus. Mais Plus CCM Extension, das war sie ja auch schon vorher mit der Version 1.3. Und jetzt zusätzlich auch noch mit der neu erscheinenden Forage Extension von Mais Plus. Und dafür geht auch wiederum ein ganz besonderes Dankeschön raus an dieser Stelle, und zwar diesmal an den guten Alien Paul von der Farming Agency, der diese Vorbereitung der Map übernommen hat. Lieber Uwe, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir da die Zeit genommen hast und das alles dort einzuarbeiten. Auch die entsprechenden Rückfragen von mir immer wieder seelenruhig mit großer Geduld beantwortet hast. Große Klasse, hat mich sehr gefreut und ich denke mal, das ist schon eine deutliche Bereicherung hier fürs Spiel und ja, ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. So. Was bringt das alles mit sich? Das ist eine ganze Reihe an Dingen. Und zwar möchte ich einfach mal beginnen mit den neuen Früchten. Es werden mit der Forage Extension insgesamt 5 neue Früchte hinzukommen zur Map, weil die dann später auch benötigt werden. Da kommen wir dann in einem späteren Punkt drauf. Und zwar sind das an neuen Früchten einmal das Ackergras, dann haben wir Klee, Luzerne, Zwiebeln und Karotten. Die 5 kommen also neu dazu und die würde ich euch jetzt gerne einfach mal in dem ersten Schritt kurz zeigen und ein paar Worte verlieren, was man damit machen kann. So, beginnen würde ich ganz gerne mit dem Ackergras. Ich habe da natürlich, wie hat Jean Pütz früher mal gesagt, ich habe da mal was vorbereitet, hier entsprechend schon ein bisschen was präpariert. Und zwar haben wir hier ein Feld mit Ackergras schon mal vorbereitet. So sieht es also aus, Ackergras. Und was man damit machen kann, sind zwei Dinge. Man kann es, deswegen steht der Drescher da, man kann es dreschen und beim Dreschen dann entsprechende Grassamen ernten, die dann wiederum verkauft werden können beim Landhandel. Das ist der eine Schritt. Man kann es aber auch ganz normal wie Gras mähen und dann wie anderes Gras auch weiterverarbeiten. Das können wir uns gerade mal ganz kurz anschauen, indem wir einfach in den Drescher hüpfen. So, dann machen wir das einfach mal. Und ihr seht, das lässt sich wie Getreide auch dreschen. Es ist allerdings die Grastextur drunter, weil es ja auch ein Grasart ist. Insofern macht das schon Sinn. Und ihr seht auch in der Anzeige unten, die Korntank füllt sich mit entsprechenden Grassamen dort. Und wenn man den Strohhäcksler des Dreschers eingeschaltet hat, häckselt er das relativ trockene Gras dann klein und schmeißt es hinten raus. So. Wenn ich jetzt den Drescher umschalte auf Schwartablage, mache ich jetzt mal. So. Dann drischt er genauso die Grassamen aus, aber legt dann das Gras, also die Grashalme und Stängel und was alles halt übrig bleibt, als Schwart. Ja? Und dieses Grasschwart, das könnt ihr dann wie ganz normal gemähtes Gras auch weiterverarbeiten zu Heu, Silage oder verfüttern. Ja? Das also die Variante Ackergras mit dem Drescher zu ernten. So.
Das ist das eine, wenn ihr aber aus welchem Grund auch immer sagt, nein, ich will es nicht dreschen, habe ich gerade keinen Drescher da oder warum auch immer, dann könnt ihr das auch mähen, kann ich euch auch kurz zeigen, also rein in den Schlepper, klappen wir mal die Mähwerke aus. So. Und dann lässt sich das genauso mähen. Ja, man sollte auch das Frontmähwerk absenken. Das funktioniert dann deutlich besser. Ja. Genau. Lässt sich also genauso mähen wie normales Gras. Auch. Gut. So viel zum Ackergras. Das wäre also die erste neue Frucht, die dazugekommen ist. Und wir hüpfen jetzt einfach mal weiter zum nächsten Feld. Und da zeige ich euch die zweite neue Frucht. Also bis gleich. So, jetzt stehen wir hier vor einer wunderschönen grünen Kleewiese. Denn Klee ist, wie ich eben schon sagte, die zweite neue Frucht, die dazugekommen ist. Und ja, hier haben wir jetzt ein Feld, was mit Klee bewachsen ist. So sieht das Ganze aus. Das ist die ausgewachsene Stufe. Und diesen Klee könnt ihr genauso bearbeiten wie eine Wiese aus Gras oder ein Feld aus Gras. Auch. Ja, also mähen, wenden, schwaden, trocknen lassen zu Heu oder pressen zu Silage. Kann man alles machen. Warum das sinnvoll ist, das sehen wir dann in einem späteren Zeitpunkt. Aber diese neue Frucht Klee lässt sich genauso verarbeiten wie Gras auch. So, das zeige ich euch auch ganz kurz. Auch hier, ich habe da mal was vorbereitet, nicht wahr? Einen Schlepper. Mähen wir erstmal ein bisschen ab. So. Diesmal auch absenken, funktioniert deutlich besser. So, und ihr seht, der Klee lässt sich genauso mähen wie Gras auch. Fahren wir eine Bahn rauf und eine Bahn runter. Ja, da nehme ich euch jetzt mal nicht mit, das sparen wir uns, sondern da melde ich mich gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, ich habe mal drei Bahnen gemäht und ihr seht, sieht auch nach Klee aus. Ich weiß nicht, ob man das im Video später noch erkennen kann, aber abgemähte Kleeblätter. Ja, sehr schön, wie ich finde. So, was kann man mit dem Klee machen? Ich hatte es schon gesagt. Ganz normal zu Futter weiterverarbeiten. Man kann zum Beispiel das Ganze mit einem Heuwender überfahren. Machen wir an der Stelle mal. Und dann wird das Ganze auch zu Kleeheu. So heißt das dann im Spiel. So. Absenken. Und ihr seht, aus dem frisch gemähten Klee wird Kleeheu. Steigen wir nochmal aus. Man sieht den Unterschied. Hier trockenes Kleeheu, hier frisch gemähter Klee. So. Diesen frisch gemähten Klee kann man so aufsammeln und verfüttern, das sehen wir später. Oder man kann ihn schwaden, pressen und wie beim Gras auch dann so Ballen, die Ballen einwickeln, die man gepresst hat und zu Silage gären lassen. So, dafür schnapp ich mir jetzt kurz den Schwader, der da steht, mach das mal zu einem Schwad zusammen und dann pressen wir noch einen entsprechenden Silageball davon. Also, bis gleich. So, ihr seht, ich habe einmal rund geschwadet und habe mir jetzt an den Fenden mal hier diese Wickelkombination von Kuhn dran gehängt. Da gibt es auch noch was zu sagen. Und zwar, wenn wir mal in den Shop reingehen und uns die Pressen anschauen,
Dann seht ihr dort, auch bei den Standardpressen ist die neue Fruchtsorte, in dem Fall der Klee, aber auch alle anderen neuen Fruchtsorten, die man pressen kann, schon automatisch mit eingetragen. Bei den Pressen funktioniert das ohne Probleme. Bei dem Folienwickler an der Presse, der Kombination meines Wissens nach nicht und dem Wickler allgemein auch nicht. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber ich glaube schon, weil nämlich eine entsprechende Presswickelkombination und ein Wickler mit hinzugefügt worden ist. Der ist auch in der Map schon enthalten, also auch ohne die Forge Extension schon mit dabei. Und diese beiden Geräte sind, hier steht es auch im Namen drin, speziell auch für Klee und die zweite Frucht, wo wir gleich noch zukommen, ausgelegt, dass die verarbeiten können. Ja, also ihr könnt mit der normalen Presse die Ballen pressen. Wenn ihr die wickeln wollt, nehmt diesen Wickler. Und bei einer Presswickelkombination ja diese Kuhn speziell für die Früchte angepasste Version. Okay. Die habe ich auch hier gewählt. Und wir werden sehen. Wir können also mit dieser Presse diesen frischen Klee, das seht ihr auch unten rechts, Klee frisch, können wir aufnehmen, presst einen Ballen daraus und diesen frisch gepressten Kleeballen, den wickelt ihr auch ein in Folie. Jawohl, funktioniert einwandfrei. So, warten wir mal ab, bis der fertig ist. So, laden den ab. Genau. Ein Klee Silageballen. Na, ihr seht es in der Anzeige, Klee Silage. Das funktioniert also auch alles, wird als solches erkannt. Gut. Genauso kann man natürlich dieses Heu hier pressen, dieses Kleeheu. Da wird dann ein entsprechender Kleeheuballen draus. Mache ich jetzt nicht an der Stelle, ist, denke ich, selbsterklärend. Wie gesagt, nur pressen ohne Wickeln geht auch mit den Standardpressen. So, das war's zum Klee. Damit gehen wir gleich weiter zur nächsten Frucht und da melde ich mich vom entsprechenden Feld dann wieder. So, wir stehen nun vor einem schönen Luzernefeld, also einem ja, lila schimmernden, aufgrund der Blüte lila schimmernden Luzernefeld. Luzerne ist also die dritte neue Frucht, die mit dazugekommen ist und auch hier wieder im ausgewachsenen und erntereifen Zustand. Was kann man mit der Luzerne machen? Im Grunde 1 zu 1 das gleiche wie mit dem Klee auch. Es ist ein Futtermittel. Man kann es mähen, man kann es wenden, zu Luzerne Heu verarbeiten, man kann es als frisch gemähtes schwaden und pressen und zu Silageballen verarbeiten, also Luzerne Silage. Oder man nimmt es so frisch auf und verfüttert es so. Das ist also ein weiteres Futtermittel, was dazugekommen ist, die Luzerne. Und auch da habe ich jetzt einfach mal gerade einen Schlepper hier hingestellt. Wir werden nicht das ganze Prozedere wiederholen, wie gerade beim Klee. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Aber einmal reinfahren mit dem Mähwerk, damit ihr seht, dass auch die mähbar ist. So. Runter. Das. So. Ihr seht, auch die ist mähbar. Gemähte Luzerne. Ja, ihr seht da die Blütenreste noch drin. Kann ich jetzt kreiseln, Heu draus machen. Oder sonst auf irgendeine Art und Weise weiterverarbeiten. Das zur Luzerne als neue Frucht. Okay, dann geht's weiter zur nächsten.
Als nächste neue Frucht bringt die Forage Extension die Zwiebeln mit. Die sind hier auch mal auf dem Feld angebaut. Ja, gucken schon so ein bisschen aus der Erde raus. Sind also, wie ihr im Fenster rechts seht, auch erntereif. Also, ja, wie bei den Kartoffeln vergleichbar. Kraut entfernen. Und geerntet können diese Zwiebeln werden mit einem Grimme-Roder. Da gibt es im Shop auch zwei hinzugefügte Mods, beziehungsweise Standardgeräte, die dafür ausgelegt sind jetzt. Ganz am Ende der Kartoffeltechnik-Reihe findet ihr einmal einen Roder für die Zwiebeln und einen für die nächste Frucht, die Karotten. Kommen wir dann gleich noch drauf, mit der die neuen Früchte auch geerntet werden können. So, der für die Zwiebeln steht schon mal hier. Auch hier kurze Vorführbeispiel, dass man die damit ernten kann. Klappen wir das Gerät mal auf. Einschalten, senken und rein mit den Zwiebelchen. Ihr seht's, kann man das erkennen? Ja, so gerade, ne? Also auch da auf den Förderbändern Zwiebeln, die jetzt nach oben wandern und dann dort im Bunker landen. Ja, kann man erkennen halbwegs, hoffe ich zumindest. So, Zwiebeln. Genauso zu ernten wie Kartoffeln, können dann auch entsprechend beim Landhandel verkauft werden. Gut. Das war neue Frucht Nummer 4. Welche die Nummer 5 ist, haben wir ja gerade schon gesehen bei den Rodern. Dann hüpfe ich jetzt mal gerade rüber zum nächsten Feld. So, die fünfte und letzte neue Frucht sind, wie gerade schon gesehen, die Karotten. Und diese Karotten, die werden auch später noch benötigt zum Verfüttern an die Tiere. Das sehen wir aber in einem späteren Zeitpunkt noch. Auch hier wieder in einem erntereifen Zustand aufs Feld gesetzt, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ja, auch da gucken die Möhrchen aus der Erde raus und die können, wie gerade schon gesehen, auch mit diesem Roder, speziell dafür vorbereiteten Roder, geerntet werden. Das gucken wir uns auch gerade an. So. Machen wir das am geschicktesten, einfach hier am Rand runterlassen. Und dann werden die Möhren aus der Erde geholt. Jetzt keine Zwiebeln, wie ihr seht, sondern knackig grüne Möhrchen. Ja, Karotten, um genau zu sein. Genau. Also auch die Karotten lassen sich mit entsprechendem Rodegerät vom Feld entfernen. Gut. So viel zu den neuen Früchten. Noch eine kurze Anmerkung zu den Texturen der neuen Früchte beim Klee und bei der Luzerne. Das sind schon ganz neue Texturen, neue Fruchttexturen. Sehr schön geworden, wie ich finde. Und die Texturen für die Zwiebeln und für die Karotten werden, soweit ich informiert bin, zurzeit auch noch überarbeitet. Da wird es also bestimmt nochmal ein Update für geben, dass dann dort auch nochmal entsprechend neuere Texturen mit nachgereicht werden. Für Zwiebeln und Karotten. Gut, das nur als Anmerkung. Jawohl. Das waren also die neuen Früchte, die jetzt in der Map enthalten sind, damit die Forage Extension von Mais Plus auch entsprechend in vollem Umfang genutzt werden kann. So, was die Forage Extension dann natürlich noch neben den Früchten im Wesentlichen mit sich bringt, deswegen heißt sie ja auch so schließlich, ist eine ja schon ziemlich deutliche Überarbeitung und Veränderung des Fütterungssystems im LS. Für alle Tiere, die es im LS gibt. Und da würde ich vorschlagen, werfen wir mal einen kleinen Blick in das Tiermenü. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, welche Veränderungen das denn sind. So, wenn wir da bei den Schweinen zum Beispiel als erstes reinschauen, dann sehen wir hier nichts Neues. Mist und Gülle war vorher auch schon da, genauso wie Sauberkeit, Wasser und Stroh. Aber im Bereich Nahrung hat sich schon etwas deutlich verändert. Und zwar gibt es weiterhin vier verschiedene Komponenten an Futter.
aber die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben als erste Komponente entweder Gras, Klee, Frisch, ja, da haben wir also eine der neuen Früchte, oder Frisch Mais, also gehäckselte Maispflanze. Dann Körnermais, Weizen, Gerste oder CCM als eine Komponente. Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen war vorher auch schon da. Und dafür ist in der vierten Komponente dann neben den Kartoffeln und den Zuckerrüben noch, sind noch die Karotten. Also auch eine weitere neue Frucht, wie eben gesehen, hinzugekommen, die hier verfüttert werden können. Genau, das bei den Schweinen. Wenn wir uns als nächstes zum Beispiel die Kühe anschauen, dann haben wir auch hier im Bereich Nahrung eine Veränderung durch die Forage Extension. Wir haben auch hier vier verschiedene Komponenten. Zum einen Mais-Silage, Gras-Silage oder GPS-Silage als erste Komponente. Dann entweder Heu, also Gras-Heu, Klee-Heu, wie eben gesehen, Luzerne-Heu. Oder, gut, das kommt aus dem Strohbergungs-Addon, die Heupellets, die natürlich auch verfüttert werden können. Dann haben wir als dritte Komponente Klee-Silage oder Luzerne-Silage. Ja, also deswegen sagte ich eben, das ist durchaus sinnvoll und wichtig, die zu machen. Und die vierte Komponente Gras, frisches Gras von der Weide oder frisch gemähten Klee als vierte Futterkomponente. Und die verteilen sich auch ein bisschen anders, zumindest meines Wissens anders als standardmäßig alle auf jeweils ein Viertel. Ja. Gut, das waren die Kühe. Bei den Pferden haben wir auch im Bereich der Nahrung einen etwas anderen Futter, ja, eine etwas andere Futterzusammensetzung. Das Stroh war ja schon vorher da, das hatte ich ja schon von vornherein bei der Holzhand mit hinzugefügt, dass die Stroh brauchen und auch etwas Mist produzieren, der hier leider nicht angezeigt wird. Das ist nicht neu, aber neben dem Hafer, der vorher schon da war, brauchen die Pferde jetzt auch Grassilage. Dann dritte Komponente Heu aus Gras oder Luzerneheu oder halt die Pellets. Und Karotten, klar. Pferde essen, fressen gern Karotten. Das weiß, glaube ich, jeder. Insofern passt das wunderbar, dass hier die neue Frucht Karotten auch schön eingesetzt werden kann. Genau, auch hier wieder die entsprechenden Aufteilung, dass ihr einen Überblick habt, was wovon benötigt wird und wie viel. So, dann kommen wir zu den Schafen. Und bei den Schafen haben wir schon hier in diesem Bereich eine Neuerung. Und zwar produzieren die Schafe jetzt auch Mist und dafür benötigen sie Stroh. Auch das ist neu. Diese Funktion, dass Schafe aus Stroh Mist produzieren, ist grundsätzlich mit dem Extension dazugekommen, habe ich hier bei den Schafen auf dem Bauhof auch mit verbaut. Muss man aber nicht. Wenn man es nicht verbaut, es muss in der MIP verbaut sein. Wenn es nicht da ist, dann tut es nicht weh, dann produzieren sie halt keinen Mist. Das ist auch nicht schlimm. Ist jeweils Sache des Mappers, wo er es verbaut und wo nicht. So, und beim Futter natürlich auch hier wieder das Ganze einmal neu sortiert. Vier Komponenten: Grassilage, Kleesilage, Heu aus Gras, aus Luzerne oder aus Klee und die entsprechenden Pellets, also Gras- oder Heupellets. Gras oder Klee frisch. Und vierte Komponente: Zuckerrüben oder auch die Schafe fressen gerne Karotten. Kann man also auch dort verwenden. Auch hier wieder jeweils zu einem Viertel aufgeteilt. Genau. Zu den Schafen hier am Bohrhof dann noch eine kurze Anmerkung, weil das halt auch neu ist. Das Stroh für die Schafe, ich hüpfe einfach mal hier über den Zaun. Das Stroh für die Schafe wird dort unten in diesem Holzverschlag eingestreut. Ja, den habe ich neu mit dazugesetzt, als Unterstand für die Schafe und in diesen Unterstand kann man
entweder loses Stroh abkippen oder einfach einen Ballen reinlegen, der sich dann auflöst hier drunter. Und in diesem Unterstand erscheint dann auch der Mist der Schafe. Also ähnlich bei den Pferden drüben. Der Mist muss also hier rausgenommen werden und auf den Misthaufen gebracht werden. Und erscheint nicht automatisch auf den Misthaufen. Ja. Gut. Das als neue Sache bei den Schafen hier am Bohrhof. Noch eine weitere Anmerkung zu den übrigen Schafen. Es gibt ja noch beim Gundischhof auch Schafe. Dort habe ich das mit dem Stroh, dem Mist, bewusst nicht verbaut, weil die Schafe dort keinen Stall oder Hütte oder ähnliches haben wie hier. Die sind dort nur auf einer Weide und haben keine entsprechende Stallung oder sowas. Und deswegen habe ich das dort nicht verbaut. Weil ich mir gesagt habe, okay, Stroh einfach so auf die Wiese schmeißen, das macht auch keiner. Von daher produzieren die Schafe beim Gundischhof dann keinen Mist und brauchen keinen Stroh. Das nur als Erklärung. Gut, soviel zu den Schafen. Gehen wir nochmal ins Tiermenü. Schauen uns die letzte Tierart an. Das sind die Hühner. Die ich noch gar nicht gekauft habe, wie ich gerade sehe. Dann machen wir das jetzt zusammen. Ist ja kein Problem. Dafür hüpfen wir einmal zum Unterreiterhof. Dort zu den Hühnern. Hier sind wir jetzt. Mitten im Hühnergehege. Und wir kaufen einfach mal ein paar Hühner. In dem Falle schlecht vorbereitet, kann ich da nur sagen. So. So, einen Hahn kriegen sie auch dabei. Sollen ja ein bisschen Spaß haben, die Mädels. So, hier haben wir also das Hühnergehege. Und wenn wir uns jetzt die Hühner anschauen im Übersichtsmenü. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Dann haben die, wie bisher auch, hier die Geschichte mit den Eiern. Aber auch die Hühner hier beim Unterreiterhof produzieren Mist, weil sie auch Stroh benötigen. Ja, auch das ist neu. Stroh für die Hühner bringt Hühnermist. Und die Futtermittel sind auch verändert. Weizen, klar, als Körnerfutter. Dann mögen die auch gerne ein bisschen Karotten oder Zuckerrüben picken. Und als weitere Futtersorte die Sojabohnen, den Mais, also Körnermais oder Gerste. So teilt sich jetzt die Fütterung der Hühner auf. Gut, für die Hühner hier, was das Stroh angeht, ist es relativ simpel, einfach hier vorne am besten Ballen hier reinlegen, dann könnt ihr dann auch ein bisschen rumpicken und den auseinanderflattern. Und dann haben die auch ein bisschen Stroh eingestreut. In diesem Fall jetzt hier bei den Hühnern erscheint dann der Mist auch hier automatisch in diesem kleinen Misthaufen hier daneben. Was flog? Hey. Aha, guten Tag. Der erscheint hier, Entschuldigung. Erscheint halt hier im Misthaufen der Hühner Mist und kann dann da rausgenommen werden. Jo. So viel zu den Hühnern. Beim Unterreiter, auch da wieder die Einschränkung. Die Hühner beim Oberreiter und beim Gundischhof haben diese Funktion nicht, weil das im Gegensatz zu diesen Hühnern hier freilaufende Hühner sind, die über den ganzen Hof rumrennen. Und dementsprechend habe ich da jetzt keine Stroh-Einstreumöglichkeit und damit auch den Mist nicht hinzugefügt. Also nicht wundern, Stroh für die Hühner und Mist gibt es nur hier. Okay, so viel zu den Tieren und den neuen Futtersorten. Neben den Füttern der Einzelkomponenten direkt in den Stall sind jetzt dann allerdings auch durch die Forage Extension ein paar Veränderungen für die Futtermischwagen dazugekommen. Und wenn man sich dazu das F1-Menü mal anschaut, oben links, unter dem Bereich Mischverhältnis sieht man jetzt schon, dass da eine ganze Reihe an Futterkomponenten dazugekommen sind für den Mischfutterwagen. Und ja, nicht wie vorher nur Silage, Heu und Stroh, sondern das hat sich ein bisschen ja, spezialisiert, kann man fast sagen, ein bisschen wesentlich breiter aufgefächert. Der oberste Bereich ist die Mais-Silage. Dann haben wir
GPS-Silage beispielsweise als zweites, dann ich glaube, das ist Heu oder Grassilage. Müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Entschuldigung. Dann haben wir ein bisschen Stroh. Gehört weiterhin mit dazu. Dann als vorletztes CCM. Und als letztes ein bisschen Rüben. Und ihr seht schon anhand der ja, Bereiche, die dort in den Balken eingezeichnet sind. Die untersten beiden, also CCM und Rüben, ist am geringsten. Der Rest verteilt sich relativ gleich. Also Silage, Stroh und so weiter. Also auch im Bereich der Futtermischwägen eine deutliche Veränderung durch die Forage Extension jetzt auch mit hier auf der Holzer Map. So, und gerade bei einem neuen Safe Game, bei einem neuen Spielstart ist es ja oftmals so, dass man noch nicht alle Futtermittel da hat, logischerweise. Und man sich dann öfters auch mal einen Ballen dazu kauft einfach. Ja, das war ja bislang auch schon so möglich. Und das hat sich auch mit der Forage Extension nicht geändert. Im Gegenteil, es sind sogar noch welche dazugekommen. Ja, wenn man also im Shop mal hier diese Ballenkategorie aufruft, dann sieht man neben den bisherigen Stroh-, Heu- und Silageballen ganz am Ende auch die Möglichkeit, Klee-Silageballen oder Alfalfa-Silage, also Luzerne-Silage, zu kaufen oder fertige CCM als Ballen zu kaufen, um die dann entsprechend, wie eben gesehen, in die verschiedensten Futterkategorien mit einzuarbeiten. Also auch das ist entsprechend möglich, wer also zu Beginn die Futtermittel noch nicht vor Ort hat. Das gleiche, was wir eben für die unterschiedlichen Ballenarten gesehen haben, die man kaufen kann, um sie zu verfüttern, wenn man sie selber noch nicht hat, das gilt auch für das neue Futtermittel Karotten. Auch die Karotten kann man sich im Shop kaufen zu Beginn, wenn man noch keine eigenen hat oder auch vielleicht keine anbauen möchte. Und zwar geht man dafür unter die Kategorie Paletten. Und dort, wenn man ganz ans Ende durchscrollt, findet man hier eine sogenannte Karottenpalette. Und diese Karottenpalette enthält 800 Liter Karotten. Die kann man dann so kaufen und entsprechend aus der Kiste raus verfüttern. Daneben gibt es auch noch eine leere Kiste auf Palette, die man zum Beispiel verwenden kann, wenn man bei der Ernte der Karotten vom Roder direkt in die Kisten überladen möchte, zum Beispiel. Ja? Genau, das auch noch zur Vervollständigung. Also neben den Ballen kann man auch die Karotten auf Palette kaufen. Das soll es an dieser Stelle dann aber auch von der Mais Plus Forage Extension gewesen sein. Relativ umfangreich, viele neue Dinge. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten, wie gesagt, ihr werdet es ja dann selber rausfinden, wenn ihr es spielt mit der Map zusammen, was da sich alles verändert hat. Sehr umfangreich, bringt eine tolle neue Komponente mit ins Spiel rein und ja, macht das Ganze noch ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher, wie ich finde. Also insgesamt eine sehr gelungene Geschichte. Gut, damit verlassen wir jetzt den Bereich Mais Plus und kommen zum nächsten neuen Feature der Map.